Es geht nichts über die Erfahrung, seinen ersten Hund aufzuziehen. Natürlich bin ich nicht dieser Junge. Das bin ich. Und der verrückte Hund, dem ich nachjage, ist Marley, der schlimmste Hund der Welt. Entschuldigung! Aber die Geschichte beginnt, bevor Marley geboren wurde. Traumhaus, malen Sie eine Mickey Maus an die Wand und Sie haben ein schönes Kinderzimmer. Sie wollen doch Kinder, oder? Ja. Bis hierhin war unsere Beziehung perfekt. Willst du meinen Rat? Kauf dir einen Hund oder sowas. Aber ich hatte noch nie einen Hund. Das ist nicht wild. Du fütterst ihn, gehst Gassi und spielst ab und zu mit ihm. Hätte ich in diesem Moment nur nicht auf meinen besten Freund gehört. Eins, zwei, drei. Die sind ja süß. Hallo, mein Kleiner. Marley, das ist unser Haus. Und jetzt ist es deins. Marley, du kannst nicht durch ein Fliegengitter. Marley! Ist wie ein kleines Kind, nur ein bisschen haariger. Das ist kein Hund, das ist der Teufel mit einem Hundegesicht. Ja. Er hat meinen Anrufbeantworter gefressen und das Telefon dann zum Nachtisch. Ein Hund kann nur einem Herrchen gehorchen. Wer von Ihnen beiden hat in Ihrer Beziehung die Hosen an? Vielleicht sollte ich mich erstmal darüber stellen. Das dachte ich mir. Sie ist einfach nur wunderschön. Leg sie mal an. Wo ist wo sie denn? Ist sie? Ich hab sie hier hingelegt. Kann einfach verschwinden? Komm her. Nein, Marley, spuck sie aus. In die Küche, geh in die Küche. Komm her. Du bist ein braver Junge. Ab mit dir! Marley! Schatz, ich kann sie nicht sehen. Dr. J schickt ein Abführmittel. Ich glaube, wir sollten uns ein neues Haus suchen. Wessen Hund ist das? Er ist vielleicht der schlimmste Hund der Welt. Überraschung! Aber mit ihm wird unser Leben nicht langweilig. Ein Hund interessiert es nicht, ob du arm bist oder reich. Wenn du ihm dein Herz schenkst, dann schenkt er dir seins. Du bist nach vorne, komm auf, Marley! Er versucht abzuhauen! Marley! Fahr rechts ran! So viel Verkehr! Marley und ich. Demnächst im Kino.